Ja, na dann mal wieder. Heute habe ich einen kleinen Gast, hier eine kleine Fliege, die mich die ganze Zeit etwas nervt. Ich weiß nicht so richtig, was er will. Einfangen lassen will sie sich nicht, damit ich sie rausbringen kann. Tja, na mal schauen, was die für eine Aufgabe hat. Ja, heute wollte ich euch eigentlich was über Kaskaden erzählen. Ne? Also so schöne Dinge, wo man seine Spannung verdoppeln oder verdreifachen oder bis zu verneunfachen, ist da an der Anleitung. Ach ja, die Anleitung. Da steht übrigens, dass das erst für Leute ab 42 Jahre gedacht ist. Ne? Also, ich dürfte es eigentlich noch nicht machen. Ich habe deshalb auch nur 6,3 Volt Elkos hier erstmal genommen. Ja, ne? So schauen die Dinger dann aus. Normale Gleichrichterbrücke und dann immer ja, ganz einfach. Ja, normalerweise wird dann hier Wechselspannung angelegt, ne? Also ziemlich weit unten, da bei der Minusseite, wird Wechselspannung angelegt und dann verdoppelt oder verdreifacht es dann die Spannung, je nachdem, wie groß eure Kaskade dann eben ist. Ist ein ganz nettes Spielereiding, wenn man Wechselspannung hat, ne? Ja, wenn man irgendwelche mobilen Geräte hat, hat man meistens aber nur Akkus, ne? Die Gleichspannung liefern. Ja, aber auch da wäre es eben schön, wenn man aus einen normalen 12-Volt-Akku, der einen Haufen Amperestunden hat, ne, seine Spannung machen könnte, die man da bräuchte, um bestimmte Sachen richtig schön effektiv betreiben zu können. Ja, ich habe da ein bisschen rumprobiert. Dieses erste Prinzip ist ja erstmal klar, ne? Moment. Ja, hier haben wir jetzt ungefähr 4,8 Volt, ne? Weil meine Kondensatoren, die gehen bis 6,3 Volt. Was passiert, wenn man einen Kondensator überlädt? Das habt ihr ja in diesem einen Oszillationsvideo vielleicht schon gesehen, ne? Von diesem Roller-Tuning da. Möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich habe es nicht ganz so gern, wenn es explodiert. Ja, diese Bank ist momentan gerade bei 0,96 Volt. Ne? Ich glaube, da gibt es irgend so eine Grundremanenz, was die haben. Was ganz normal ist an Ladung, steigt langsam, ne? Und ja, mal gucken, ob wir die ganze Kaskade jetzt mehr als 4,5 Volt kriegen. Dann gehen wir erstmal hier. So, jetzt sind wir bei 3,8. Jetzt wechseln wir. Jetzt sind wir bei 5. Wechseln wir wieder. Ja. Und wechseln wieder. Wechseln wieder. Ja, das müsste man dann halt irgendwie mit einer Steuerung hinkriegen, ne? Ja, so kann man dann aus wenig Gleichspannung viel Gleichspannung machen. Erstmal noch nichts so Verwunderliches, ne? Prinzip schon lange bekannt. Was aber vielleicht noch weniger bekannt sein dürfte, ja, zumindest bei den Anfängern. Die Profis wissen das natürlich schon längst mit ihren Schaltnetzteilen. Vielleicht ganz mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich habe mich dann jedenfalls hier ein bisschen umgeguckt und da ist mir hier dieses Aufhängeteil von dieser angeblichen Tesla-freie Energieschaltung aufgefallen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, nützt hier eigentlich vielleicht auch was, wenn man so ein Ding auf unsere Batteriebank drauflötet. So, okay, jetzt haben wir unsere automatische Ladungspumpe. Gehe ich jedenfalls mal davon aus, ne, bei dieser Tesla-Gleichrichterschaltung. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt der Strom hier hin und her pendelt und dann immer Plus und Minus sich hier abwechseln und die sich so jetzt langsam hochschaukeln. Wäre jedenfalls meine Theorie. Wir gucken gleich mal, wo der momentan noch mit der Voltzahl liegt. Ob ich den noch entladen muss. Ah ja, immer noch 7,6 Volt, also mal kurz entladen. Gut, ordentlich entladen. So, gehen wir wieder ran. Ja, das haben wir dieses Phänomen, ne? Wisst ihr ja. Mal gucken, ob es schneller geht, wenn ich ranfasse. Geht es irgendwie schneller? Nicht unbedingt, ne? Okay, so, jetzt gehen wir auf die eine Seite mal mit einer Erde ran. Da hinten ist meine Erde.
Die hängt an der Heizung dran. So, mal sehen, wie es jetzt ist. Auch noch nicht sehr viel besser. Okay, Erde bringt nicht so viel. Können wir sie wieder abmachen. Jetzt habe ich hier aber noch meine Antenne. Ja, gut. Jetzt habe ich hier leider keine Hand frei. Jetzt mache ich das immer mit zwei Händen. Da fasse ich dann mit einer Hand hier ans Ende und mit der anderen gehe ich hier an die Leuchterflamme. Geht schneller? Nee, geht auch noch nicht schneller. Geht auch noch nicht schneller. Na gut, und wenn ich die Erde mit dazu ran tue, Erde dran, nochmal schauen, ja, Hand dran, mit der anderen gehe ich jetzt hier oben ran, da geht es schneller, seht ihr? Okay, gucken, ob wir das noch etwas pimpen können. Dann nehmen wir... Ich habe ja hier oben auch so eine Art Oszillationsschaltung, die gab es mal im Konrad-Katalog, haben sie leider nicht mehr im Angebot. Und da ist so ein KT... sein, ne? Hier sieht man es. Der Transistor ist drauf und das Ding hier oben wird wirklich ziemlich warm. Ne? Ich meine, die zieht bei 12 Volt nur 600 mA. Eine Ampermessung werde ich dann auf alle Fälle mal mitmachen, weil den Effekt, den ich euch gleich zeige, der verblüfft mich schon ziemlich sehr. Und zwar haben wir hier oben zwischen diesem Teil, also das Ding hängt jetzt an einer Autobatterie dran. An keiner Autobatterie, um Gottes Willen, Autobatterien darf man zu Hause gar nicht haben. Nee, natürlich an einer Bleigel-Batterie hängt die dran, ne? Ganz sicher. Und die steht eigentlich komplett frei. Ich meine, an dieser Bleigel-Batterie hängt zwar ein Verstärker. Hier ist es ziemlich dunkel. Ja, da sind jedenfalls die Verstärker für meine Anlage da. Normaler Autoverstärker. Und auch ein Ladegerät hängt natürlich dran. Ne? Und ganz am Anfang, wo ich zum Beispiel dieses freie Energie so einfach faszinierend Video gemacht habe, ne, bin ich ja einfach hier oben an dieses Teil rangegangen. Nee, ich glaube, da habe ich mir ein Minus rausgesucht. Da habe ich das hier oben noch gar nicht mitgekriegt. Naja, später habe ich jedenfalls mitbekommen, dass ich wohl trotzdem eine Rückkopplung aufs Netz hatte. Und zwar über die Soundkarte von meinem Computer vom Minus. Ne? Ich habe zwar alles ausgeschalten, aber habe trotzdem ein ordentliches Potenzial von über 12 Volt Gleichspannung gehabt. Und da war das natürlich dann kein Wunder gewesen, dass da dann alle LEDs geleuchtet haben wie Sau. Ne? So, jetzt habe ich aber alle relevanten Steckdosen rausgezogen. Hier hängt momentan nur noch der Lötkolben ran, den ziehe ich jetzt auch mal noch raus. So, die Steckdosenleiste ist jetzt leer. Die Steckdosenleiste hier drüben ist jetzt leer. Ja, wenn ihr da irgendwas sehen solltet. Ja, und die Steckdosenleiste hier ist jetzt auch komplett leer. Ne? Praktisch steckt jetzt keines von den Geräten, was jetzt an diese Bleigel-Batterie, 12-Volt-Batterie angeschlossen ist, hängt jetzt noch irgendwie mit dem Netz zusammen. Ne? So. Und trotzdem haben wir aber zwischen der Erde... Hier müssen wir mal auf Wechselspannung gehen. So, auf eine Seite die Erde und auf die anderen Seite diesen Transistor haben wir deswegen 22,1 Volt. Ja, gleich Wechselspannung, wenn man jetzt auf Gleichspannung mal guckt. Gehen wir auch mal mit 200 ran. Da ist nichts. Da ist nichts. Bei Gleichspannungspotenzial ist nichts da. Wechselspannungspotenzial haben wir hier. Von 23 Volt gegenüber Erde. Ne? Okay. Wie machen wir weiter? Genau. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob man dieses... Ne, Spannungspotenzial, vielleicht kann man ja auch irgendwie die Hertz messen. Kann man hier Hertz messen? Hier ist doch irgendwo auch ein Hertz.
Dingsmessgerät. Na gut, dann nehme ich mir erstmal ein Messgerät her, was ich bedienen kann. Moment. Jetzt haben wir eins, wo wir Herz messen können. So, schauen wir mal, wie viel Herz wir hier drauf haben. Ach. Immer diese Fehler, immer dieses Hin- und Hergestecke, ihr kennt es bestimmt. So, jetzt geht's definitiv. Wenn ich erstmal alles loslasse, zeigt sie trotzdem noch irgendwas von, na gut, 50 Hertz, ne? Und ich bin jetzt an der Erde dran. So, das ist unsere, ne, 50 Hertz, ihr wisst, wo das herkommt. Unsere Erde hängt natürlich mit unserem Stromnetz zusammen, ne? Also ist echt schwierig, in der Wohnung irgendwie einen 50 Hertz freien Bereich zu kriegen. Aber gut, hier geht es ja um Leistung, ne? So, und hier oben drauf haben wir jetzt, gut, 43 Kilohertz. Ja, auf diesem Ding da, auf diesem Kühlkörper von dem Transistor, haben wir 43 Kilohertz. Vorhin waren wir schon mal bei 65, keine Ahnung, woran das so richtig liegt. Wer weiß. Ja, okay, und nun habe ich mir gedacht, wir gucken jetzt mal. Wie das ist, wenn man den Kühlkörper hier oben mal mit ins System reinnehmen. Ne? So, wir sind jetzt bei 0,928 Volt. Bei, ich glaube, die dreifache Spannung müssen sie schon hinkriegen. Ne? Bei 6,3, 6,3, 6,3. Ich weiß nicht, wie das mit der symmetrischen Verteilung hier ist. Keine Ahnung. Okay, so, jetzt gehen wir mit unserem weißen Kabel, was hier oben an dem Kühlkörper dranhängt, gehen wir jetzt auf unsere Mittelanzapfung. So, mal gucken, ob wir alles im Blick kriegen. Ja, steigt schon etwas schneller, ne? Jawohl. Okay, und jetzt hängt noch gar keine Erde dran. Das ist nur mein Messgerät, was hier dran hängt, von und hinten. Und trotzdem pumpt es die schneller voll als normal. Wenn wir hier oben mit 45 Kilohertz von irgendwas rangehen. Okay, so, jetzt haben wir aber immer noch unsere Erde übrig. Ne? Mal gucken, wie es da ausschaut, wenn wir die jetzt mit ins Spiel bringen. So, Erde auf Minus. Da zieht es die noch schneller voll. Aber ordentlich. Das sind immerhin ganz schöne Wummerdinger, ne? Für 6,3 Volt. Hier 4700 Mikrofarad pro Stück. Ja, ja. Und ich muss dann auf alle Fälle mein Stromeingangsmessgerät mit an die Lampe hier hängen. Ja, natürlich verblüffend, wenn an der Eingangsstromstärke sich da nichts tut, aber dürfte sich ja eigentlich normalerweise nicht, weil es ein offenes System ist. Ne? Hat keinerlei Verbindung mit dem Netz, soweit ich weiß. Okay. Ja, ihr seht, dass da schon ganz schön Energie fließt. Ne? Lädt richtig schön voll. Ja, ich denke mal, die dürften wir auch komplett voll kriegen. Auf alle Fälle. Ein bisschen vorspulen. Na gut, mehr als 12 Volt will ich nicht unbedingt. Mehr als das Doppelte der Spannung. Ich hab's nicht so gern, wenn Kondensatoren explodieren, ihr wisst. Ich könnte es ja meinetwegen mal so weit treiben, bis sie explodieren. Aber jetzt mal nicht. Wieder abklemmen. Okay. Ja gut, so weit, so schön. So, jetzt habe ich die Batterie hier. Ne, ihr seht, da ist nichts irgendwie mit dem Netz verbunden. Und damit leuchtet jetzt
die Energiesparlampe. Ne? Also den Schaltplan kann ich auch nochmal verlinken, hatte ich schon mal ein Video drüber gemacht. Ja, momentan ziehen wir mit der Lampe 873 mA bei 12 Volt. Es steigt langsam, ne, weil die Spannung lässt ja langsam nach und so wie das ausschaut, ist das auch so eine Art Joule-Thief, ne, Energiedieb. Ja, und natürlich müssten wir es mit einem ordentlichen Netzteil machen, mit einer gleichbleibenden Eingangsspannung und gleichbleibenden Eingangsstromstärke. Könnte auch sein, ne, ich habe die vor 10 Minuten jetzt erst wieder eingeschalten, dass sich dieser Kühlkörper hier oben erstmal richtig aufheizen, je heißer der wird, desto mehr Strom dürfte er ja eigentlich hochziehen. Jetzt sind wir erstmal so halbwegs gleich hier. Ja, sind wir jetzt immer noch bei 14,4 Volt, was die Kondensatorbank hier geladen hat. Na gut, gucken wir mal, ob wir das so hier hinkriegen, dass wir alles drauf haben. Ja, ich gehe jetzt hier oben ran. Das ist die Eingangsstromstärke und jetzt bin ich dran. So, jetzt bin ich dran. Er zieht sich weiter voll. Und an der Eingangsstromstärke hat sich nichts getan. Das ist jetzt der normale Lauf der Dinge. Okay, super Sache. Schön zu sehen. Können wir uns hier schon mal kostenlos Energie ziehen. So schaut es zumindest aus. Mal gucken, wie weit wir das noch treiben können. Wieder abklemmen.